das iPad haben wir auch etwa seit 5,5 Jahren. Wobei am Anfang war es natürlich noch ein bisschen im Aufbau, da hat man noch nicht so alles drauf gehabt wie jetzt. Aber so wie es jetzt ist, ist es super. Wir haben vor allem Spielgerätekontrollen, die wir über das iPad machen. Das heisst, wir haben jedes Spielgerät im iPad hinterlegt. Mit Photonen, mit Mängeln. Und haben auch das Mobiliar, jede Bank, jeder Sandkasten ist bei uns im iPad hinterlegt. So haben wir echt eine sehr gute Übersicht über alle Mobilien, die wir haben. Also wir haben früher natürlich noch alles in Papierform gehabt. Haben wir für jedes Spielgerät haben wir eine A4-Seite gehabt, von Hang ausgefüllt. Heute digital haben wir immer alles Binis. Wir sind viel flexibler, wir können viel schneller reagieren. Also das hat für uns auch nur Vorteile. Also wir gehen viermal im Jahr, jeder Spielplatz, jedes Spielgerät wird viermal im Jahr kontrolliert. Das heisst, wir gehen auf den Spielplatz, schauen, sind alle Teile gut, haben wir keine Schäden, sichtbare Schäden oder Schäden, die man nicht sieht, dann muss man halt mal ein Spielgerät von anderen oder mal ein Köttinglied abschrauben. Rein vom iPad her ist es für uns echt viel einfacher. Wir haben eben, wie ich gesagt habe, alles immer Binis. Wir können auf jede alle Daten zurückgreifen. Wir haben es immer zur Hand. Also wenn wir irgendwie müssen schauen, was haben wir jetzt da gesagt, was ist hier nicht gut, was ist für einen Mangel, können wir im iPad schauen. Was haben wir letztes Mal eingegeben oder können wir auch rausnehmen und sagen, nein, das ist jetzt behoben oder das ist geflickt worden. So sind wir echt sehr flexibel.